Bestimmt schauen mir gerade auch eine Menge Zuschauer aus Ostdeutschland zu. Ihr solltet wissen, dass der selbsternannte Komiker Florian Schröder in euch behinderte Kälber sieht und noch so einiges mehr. Darüber müssen wir reden. Dann begrüße ich euch beim Deutschlandkurier. Ich werde es mir heute einfach machen und einen Text aus der Berliner Zeitung vorlesen, aber mit einem guten Grund. Der Text ist von einer Dame namens Wiebke Hollersen und Wiebke Hollersen ist selbst Ostdeutsche. Sie kann sich da also viel besser reindenken, als ich es selber könnte, auch nur im Ansatz. Und sie hat sich die Causa Schröder vorgenommen in der Berliner Zeitung, werde ich hier drunter auch verlinken. Zeile. Ein Spiegel ist, ihr wisst, der Spiegel, der Lügel. Ein Spiegelkomiker sieht in Ostdeutschen behinderte Tiere. Alles okay, Herr Schröder? Unterzeile. Der Comedian Florian Schröder hält Ostdeutsche auch für Schneeflocken im Mund von Wessis und schlägt Migration nach Russland vor. Muss man sich Sorgen machen? Langsam mache ich mir Sorgen um den Spiegel, um die Zeit, vor allem aber um die deutschen Comedians, die Westdeutschen, wenn ich ehrlich bin. Gerade ist der zweite Text von einem von ihnen erschienen, der sich wie eine Krankmeldung liest, obwohl wieder Satire drüber stand. Der Text war von Florian Schröder und stand auf Spiegel Online. Es ging um die Wahlen in Sachsen und Thüringen. Für Schröder ein Anlass, auf die Wähler und überhaupt die Leute im Osten zu schimpfen. Warum nicht? So ein Wahlergebnis könnte großartiges Material für Comedians sein. Eine neue Partei, ein Land, das versucht, nicht in Angst zu erstarren, Koalitionsverhandlungen, die chaotisch werden dürften, der rechtsradikale Westfale Höcke, der sich zum Ostdeutschen erklärt und auf X dem Westen die Treuhand vorwirft. Es ist wirklich alles dabei. In einer amerikanischen Late-Night-Show würden sie Sondersendungen damit füllen. In Deutschland hätte Harald Schmidt etwas draus machen können, vor 20 Jahren. Klug, schnell und bösartig. Florian Schröder hingegen schreibt, die Ostdeutschen würden seit Jahren so sanft behandelt wie Schneeflöckchen, die auf der Zunge der Wessis schmelzen. Das ist der mit Abstand merkwürdigste Satz, den ich über Ostdeutsche je gelesen habe. Und ich habe sehr viele Sätze über unsereins gelesen. Er ist leider auch ein bisschen unappetitlich. Warum liegen wir auf den Zungen von Westdeutschen und was wird aus uns, wenn wir geschmolzen sind? Spucken sie uns aus? Schröder nennt Ostdeutsche gleich darauf Mondkälbchen, die nur Reiz und Reaktion kennen. Ich musste das Wort nachschauen. Als Mondkälber wurden im späten Mittelalter Kälber mit Fehlbildung bezeichnet, steht im Internet. Zum Glück hat Schröder nicht über eine andere Minderheit geschrieben, sondern nur über Ostdeutsche. Nachdem er diese sonderbare Passage fabriziert hatte, war Florian Schröder offenbar sehr erschöpft. Den Rest des Textes füllte er mit Sätzen, mit denen man jeden Osthass-Text füllen kann. Vielleicht benutzte er auch ChatGPT oder ein anderes KI-Programm. Das Programm warf aus Pegida, frustrierte Männer, die keine Frau abbekommen, Putin-Klatschvieh bei AfD und BSW und ja, natürlich, Ostdeutsche sind mit der Freiheit überfordert. Am Ende stand möglicherweise als Pointe, die Wähler im Osten könnten ja jetzt ihre Remigration nach Ungarn oder Russland in Angriff nehmen. Mit solchen Texten kann man doch als Comedian unmöglich seinen Lebensunterhalt verdienen. Das kann doch nicht reichen. Der Spiegel hat Schröder sicher kein Geld für diesen Text bezahlt, sondern ihm einen Gefallen tun wollen. Ja, jetzt geht es noch ein bisschen um Böhmermann, ist aber uninteressant. Ein glänzender Text, wie ich finde, gut, dass Rechtsradikale mit Höcke hätte sich checken können, wobei ich da auch nicht weiß, ob das auch nur ein Zitat sein sollte. Aber Florian Schröder, ich muss sagen, als Komiker kannte ich den gar nicht. Mir ist der erstmalig aufgefallen
in dem gemeinsamen Podcast mit dem Serdar Somuncu, wo die ja beide so, sozusagen so eine Art Wettbewerb hatten, wer unlustiger ist. Also ich habe wirklich viel Humor. Ich habe auch die deutsche Stand-up-Szene von Anfang an medial begleitet, habe die ersten Auftritte gesehen, damals noch als der Quatsch Comedy Club in Hamburg war, von Wigald Boning und wie heißt der hier nochmal, Ditsche, Olli Dietrich und diese ganzen, Reinhard Grebe und so weiter und so fort. Aber was da heute abgeliefert wird, das hat ja nur noch mit Haltung zu tun. Und wenn es wenigstens lustig wäre. Es ist ja einfach nicht lustig. Und ich bin nun wirklich jemand, der auch über sich selbst lachen kann, der drüber lachen kann, wenn sich über unsere Blase lustig gemacht hat. Zum Beispiel, ich habe viele Ausschnitte von, aber das, was so reine Haltungskomiker, so Systemclowns wie dieser Florian Schröder fabrizieren, das ist einfach nicht lustig. Und nicht, weil das jetzt irgendwie, weil ich mich darüber jetzt irgendwie sonderlich echauffieren würde. Nein, Komik kann für mich gar nicht hart genug sein. Ich finde auch diese Debatte jetzt um den Luke Mockridge da völlig absurd. Soll er doch Witze über Behinderte machen? Aber dieser, es muss witzig sein. Das ist wichtig. Das ist das Wichtigste. Das ist das einzig Wichtige am Humor. Er muss witzig sein. Und diese ganzen, egal wie sie heißen, ob das der Michael Mittermeier ist oder eben auch der Schröder, die sind nicht lustig. Sie sind nicht lustig. Mittermeier war mal lustig. Ob Schröder jemals lustig war, ich weiß es nicht. Und lustig finde ich auch, wenn ausgerechnet so ein Männlein wie der Schröder, wenn der darüber über Männer fabuliert, die keine Frau bekommen. Ist egal. Wir brauchen hier gar nicht tief reinzugehen, brauchen uns gar nicht über Inhalte zu streiten. Schröder ist unlustig und damit hat es sich. Meine Lieben, haut rein, macht weiter und bis später.